So Leute, willkommen bei Freeman Guerilla Warfare. Wir suchen eine neue Kampagne aus, und zwar Three War Parties. Beschreibung ist: The Republic of Artov start a massive invasion to the south. After negotiations and fights, two southern war parties are formed against three forces from Artov. None dare to break the tight dilemma. Yet this fragile peace on Shenif Island shall not last. Und das ist unsere Story. Auf normal. What were the circumstances that lead to your current situation on the war-torn island of Shenif? Gut, jetzt haben wir hier wieder diese Frage. Ich denke einfach mal, wir waren ein Faction Officer und nach einem fehlgeschlagenen Cup haben ein paar loyale Soldaten mit mir einen neuen Weg bestritten. We sure plunked into chaos, what, bevor die Insel im Chaos versunken ist, waren wir natürlich ein Security Guard. Do you have any hobbies that might improve your chance to survival? Wir hatten natürlich Hobbys, die unser Leben sicherlich irgendwie besser gemacht haben. Und zwar, wir haben viel draußen verbracht zum Wandern, Campen und Klettern. Wars on one and lose, using many strategies. Which would you feel most vital to achieve a victory? Our soldiers must be drilled perfection. Teamwork, leadership and paramount. Reliable logistics is key. Careful tactics. Nehmen wir mal diesmal die starke Economy, die wir benötigen, um einen Krieg zu führen. Atop the mountain ahead, you've spotted a small squad of hostiles. Stay in the shadows, observe them. They will use terrain visibility. Ja, wir werden sie beobachten und dann im richtigen Moment zuschlagen. So wie es sich natürlich gehört. Sons of battle erupt near a village. The enemy will eat you before long. What do you do to prepare? Gute Frage. I will help train the other villagers. Wir werden natürlich mit den Villagern zusammenarbeiten, um die Stadt zu verteidigen. Und hier sind wir wieder aber also ganz ehrlich, die Charaktererstellung ist sozusagen eigentlich die letzte Sache, die in dem Spiel eine Rolle spielt. Aber das mal diesmal zur Abwechslung, und das ist dann einfach, machen wir mal so, und das ist jetzt einfach Rems. So, dann gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Also es soll ja ein Bündnis geben. After having a base area, some new function will be unlocked. Okay. Genau, wir sind Faction-Namen, das ist immer sowas, was ich nicht kann. New World Order? Na, heute mal nicht. Wie immer bin ich einfallslos. Scarlet Army. So schön die schwarz-rote Armee. Ich will aber diesmal dieses Logo haben. Du wirst zu lernen? Nein. Oh, wir haben eine Stadt hier in Tumanivka. Und in Minov. Wir gehören zwei Städte. Interessant. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wie ging das nochmal? Info. Okay, wir haben Free Cossacks, Ponsna und Artov Federation. Und unsere Quest ist es: Unite the Island. Was ich natürlich jetzt mal wäre, wieso verbünden wir uns nicht mit allen direkt? Wieso machen wir es nicht mal so, dass wir versuchen, alle, die wir haben, zu befreunden? Ich meine, wir konnten uns das überlegen, wenn wir uns hier mal um unsere Stadt kümmern. Erstmal gucken wir mal in unsere Party rein. Okay. Wir haben meine rechte Hand, die komplett unbewaffnet ist, die Dame. So.
Wir sind nicht gänzlich unbewaffnet. Intelligenz erstmal. Ah, wir gehen erstmal auf SMG, weil wir haben erstmal eine, die crap ist, aber. So, jetzt gehen wir wieder auf die liebe Dame. Weil die braucht ja auch was zum Ballern. Gut. Barracks. Wir können es guten, teuren Soldaten nicht leisten. Wobei, wenn ich das sehe, theoretisch. Wir gehen das nochmal hier, Faction. Vielleicht nicht die ganz teuren hier oben, oder? Bis auf den Bodyguard. Jetzt gehen wir mal nach da unten, das ist ja auch unsere Stadt. Ich das richtig sehe. Das heißt, wir haben zwei Städte. Ich will jetzt gar nicht reingucken, was wir da für Truppen haben. Aber, ja, mein Ziel ist es wirklich. Wir müssen uns mal überlegen. Also, wir haben jetzt hier eine Sache, die durch einen Drei-Fronten-Krieg mit mehreren Partys. Atov ist ja die Bösen. Die haben ja hier angegriffen. So viel wissen wir. Wow. Wie viel können hier eigentlich denn rein an Truppen? Ist die Garnison voll? Nee, 60. Okay. Und es wird ja nicht gesagt, wie wir hier den Frieden gewährleisten sollen. Das ist ja uns überlassen, wenn ich das richtig weiß. Deswegen bin ich gerade ernsthaft am Überlegen. Okay, kurze Pause gewesen. Hold right there. Ja, anderen Leben hier kommen, ohne mich angreifen, Männer. Wenn wir Verlust allein ist so, aber ich glaube nicht. So, wunderbar. Erster Loot. So, die Sache. Ich hatte in meinem ersten Run habe ich mir auch ein paar Verbündete gemacht. Hier haben wir nur drei Partys. Ich bin gerade überlegen, welche wir auf jeden Fall wollen. Ich würde tatsächlich sagen, warum nicht versuchen, ein Bündnis mit allen zu machen? Weil, nee. Die sind alle gegeneinander. Müssen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Die sind alle drei gegeneinander. Wir werden erstmal jetzt unser Ding machen, unser Land aufbauen. Unsere Städte sind ja eigentlich geschützt. Wir müssen nur mal gucken. Common, difficult, dangerous. Okay, fangen wir einfach erstmal an, Rohstoffe zu sammeln. Unsere Städte können wir eh erst nicht aufwerten. Deswegen sammeln wir jetzt erstmal Rohstoffe und gucken, was wir machen können. Wir werden uns noch mit keinen anlegen. Vielleicht nehmen wir uns auch einfach einen der stärksten Nachhaltverbündeten. Aktuell würde ich sagen, wäre der stärkste Free Cossacks oder Atov, wobei ich mag die Panzersoldaten ganz gerne. Aber erstmal holen wir uns hier so ein paar Sachen. Difficult. Ganz schön große Gruppen hier von den Banditen. Nein, so. Wisst ihr was? Auch wenn wir welche verlieren, ist in Ordnung. Execute. So, bevor wir jetzt zu der Lambam-Mühle da gehen, will ich mal ganz kurz gucken. Disband Squad. Machen wir mal hier Auto Group ab. So. Gehen wir erstmal in die eine Stadt hier rein. Ich würde gerne meine Verteidigung meiner Städte auch nochmal irgendwann erhöhen, aber erstmal ist es wichtig zu gucken, was wir als nächstes machen. Ich habe jetzt tatsächlich nicht geguckt. Junk.
was die sehr interessanten Sachen für uns sein könnten, was wir haben. So, wir nehmen die Maschinenpistole tatsächlich erst nochmal mit. Du benötigst aber 762. Und du benötigst 45 ACP. So, Party, die Dame hier. Dann gibst du mir die Pistole wieder. Weil es ist nie schlecht, eine zu haben, falls man wirklich mal eine benötigt. Nein. Hä? Du brauchst 45 ACP. Nee. Du brauchst keine 45 ACP. Du brauchst hier die Takarov-Money. Du benötigst die 45er ACP. Wunderbar. So, jetzt gehen wir zu Lumber Mill. Wir machen erst einmal eine Loot-Runde für die Rohstoffe. Das heißt, Lumber, hier oben müsste dann Eisen sein oder so. Gucken wir mal. Danach gucken wir zu unseren beiden Städten. Handel wird wichtig sein für finanzielles Einkommen. Wir müssen aber mal gucken. Na, eine Stunde noch. Wunderbar. Mountain Bandits declare war on you. Be careful. They might send troops. Not good. Ich bin gerade auch so weit weg, dass ich keine Stadt verteidigen kann. Ich würde halt gerne zügig Truppen Generäle ausheben, wollte ich sagen. Aber erstmal ist mir wichtig, dass wir einen guten... Wir gehen erstmal nur zu diesen beiden Sachen, danach gehen wir zu den Städten zurück. Ich muss jetzt eh überlegen, was wir machen. Wir haben ja mitbekommen bereits, dass... Wir machen einfach mal Sendgift. Ich will mich mit allen Partys befreunden, weil ich meine, wir sind eine kleine Gruppe. Wir haben zwei Städte. Vielleicht können wir ja wirklich ein Bündnis mit mehreren machen. Wunderbar, überall schön increased. So mag man es. Wenn wir dann gleich zurückgehen, mal gucken, was unsere Städte haben. Vielleicht können wir, warte mal, wir können ja hier von, wenn wir hier aus dem Menü rauskommen, können wir auch in das Trade Archiv reingucken. Okay, ihr produziert Futter. Und ihr benötigt Futter. Das heißt, ihr handelt Futter hiermit. So. Oh mein Gott, hier ist eine große Invasion auf Besno. Ponza. Lassen wir erstmal Beziehungen zurück. Wir gehen jetzt zu unseren Städten erst einmal ganz kurz. Ach du heilige, hier wird ja alles gerade erobert. Wir schließen uns zur stärksten Fraktion an, würde ich sagen. Die Aufgabe ist ja nur, wie immer, dass wir die ganze Insel vereinen. Lassen wir den mal ganz kurz. Vamex. Wir nehmen noch ein paar davon mit. Nette Waffen haben wir hier auf jeden Fall. Die finde ich eigentlich sehr interessant. Vielleicht finden wir die ja unterwegs nochmal. In der Bar habt ihr niemanden. Missionen sind erst einmal uninteressant. Aber wir könnten mal ein bisschen versuchen, an irgendwelche Sachen heranzukommen. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Oh ja, Salz. Das hat natürlich sich gelohnt. Ein hübsches Kleid, natürlich auch. Okay, plus minus null da. Gewinn da, aber macht noch kein Plus. Thank you for playing. Thank you for your. Okay. Komm. Gib mir eine Weste oder so. Okay, das reicht mir. Man hat eigentlich am Anfang immer so ein riesiges finanzielles Vermögen, mit dem wir arbeiten können. Deswegen können wir uns auch ein paar Leute rekrutieren und unsere Städte mal auf eine 60er-Defensive bringen, dann werden die nicht so leicht erobert. Ich will mich hier reinsneaken. Alle Partys sind miteinander im Krieg, wir chillen unser Leben. Ich will nicht. Dann nicht. Dann gehen wir erstmal zu einer unserer Städte zurück.
Die Banditencamps und so müssen wir auf jeden Fall loswerden, die machen mich nervös. Das müssten die Free Cossacks sein und das müsste Atov sein. Also Posna wird ziemlich hart auseinandergenommen. Gut, wir treiben hier so ein bisschen Handel mit unseren eigenen Leuten, das ist schön. So. Nein. Was wollte ich? Storage. Wisst ihr was? Gucken wir doch mal ganz kurz bei Buildings rein. Was könnten wir bauen? Was brauchen wir? Business. Business. Daily Revenue. Oh. Warum nicht? So. Wir werden dann jetzt in Minov auch noch ein paar Sachen lagern, was wir noch so über haben. Gut, ich will mal ganz kurz in diese Squads reinschauen, diese New Squads. Ach du heilige Scheiße, Autogroup ab. Autogroup ab. Ich mach die jetzt erstmal voll. Damit wir hier wirklich eine gute Defensive kriegen. Okay, weißt du was, du gehst mir auf den Sack, dass du da so... sowas mag ich ja gar nicht. Okay, weißt du was? Ihr werdet alle mal ganz kurz auf 100er Moral gemacht. Ich mag das, wenn es irgendwie so einheitlich ist. Das ist so eine Macke von mir. Gut. Party. Ja, wir ziehen uns hier sozusagen eine Handvoll Truppen runter. Wir können uns ja immer wieder neue besorgen, so ist es nicht. Aktuell haben wir das Geld. Und eine gute Stadtverteidigung ist mir auf jeden Fall wichtiger, als dass ich erstmal hier gut ausgestattet bin, weil ich mag es nicht, wenn wir die Städte nachher nicht gut verteidigen können. Tun wir die erstmal zurück. Nur zum Gucken, wie viel das jetzt sind. 4 könnten noch reinpassen. Dann würde ich nochmal kurz raus, machen dich einfach nur happy. 4 können noch reinpassen, sagte ich. Das heißt, wir nehmen diese beiden. Garrison. So, jetzt haben wir hier 60. Wunderbar. Die Barracks sind alle. Okay. Das heißt, um die Stadt machen wir uns erstmal keine Gedanken mehr. Hier gucken wir jetzt gleich mal, was wir machen. Gut, die Camps sind Sachen, die wir plündern könnten. Das würde uns auf jeden Fall gut Kohle bringen. Haben wir 4 Stück. Bevor wir uns Gedanken machen, werden wir nachher nochmal durch die... Alter, was ist denn hier los? Posner würde ich mit zum Feind machen. Dass wir uns vielleicht noch ein paar Städte absnacken. Ah, hier. Nehmen wir den hier auch nochmal mit. Wollt ihr diese Stadt jetzt ernsthaft belagern? Ich weiß nicht, ob sie es wollen. Deswegen warten wir mal ganz kurz ab. Diese Stadt ist happy. So, die nehmen wir mal eben mit. Wir brauchen ja eh Lebensmittel. Marketplace. Wir können Junk verkaufen. Das Kleid, die Mütze. Und wir könnten mal in die Bar gucken. Nein, wir haben hier nichts. Aber wir könnten mal Gambling betreiben. Eine bessere Waffe oder so. Oder danke fürs Spielen. Sekunde, vielleicht kriegen wir jetzt was. Okay, vergesst es. Wollt ihr nicht mal abhauen?
Genau, verpisst euch. Wir gehen jetzt in die Stadt, holen uns dort Truppen ab. Es ist 21 Uhr, erste Nacht. So. Ja, hier ist die Kohle. Gott verdammt, lasst mich doch mal in Ruhe. Also diese Rebellen hier sind echt eine Gefahr. Vulture Special Forces. Verdammt, sind die teuer. Gut, ich würde jetzt tatsächlich Mercenary Camp mal reingucken. War jetzt auch nicht schlecht. Hier Payment. Gott, ist das hier nervig gerade. Gut, Black Market brauchen wir nicht. Wir sind im Minus, weil wir Truppen rekrutieren. Info. Send Gift. Send Gift. Wir gehen jetzt einmal oben lang. Solange die nicht angegriffen werden, tun wir das mal eben ganz kurz. Embermine. Könnten wir auch mal reingucken für 9 Stunden. Ich hoffe, dass solange niemand uns angreift. Sonst müssen wir es abbrechen. Kommen wir ja zum Glück. Friendship. Increase by 10. Wunderbar. Damit wir die anderen nicht aus dem Vorlassen, werden wir die wenigstens mal besuchen. Eigentlich ist das unsere Hauptstadt. Eigentlich müssen wir die ja theoretisch zuerst ausbauen. Beziehungsweise spielt ja keine Rolle, was die Hauptstadt ist. Und euch besuchen wir einfach nur mal. Alter, sind hier viele Banditen und so unterwegs. Aber wir sind nicht. Wir sind, ja. Wir können nicht mehr mit uns rumschleppen. Verdammt. Gut, das heißt, wir gehen nach Hause, rüsten unsere Armee aus und dann gucken wir weiter. Ich glaube, obwohl wir den Weg nach Hause können wir selber gehen, aber scheiße, wenn die uns, dass es nicht schneller geht. Okay, Posner ist auch ein bisschen gegen unsere Miteinander-Sachen. Vielleicht sollten wir die wirklich angreifen. Dass wir uns hier so einen schönen Chunk ihrer Städte klauen. Okay, wir können nicht mehr Truppen haben, aber wir könnten theoretisch Leadership verbessern. Kommando. Wir haben jetzt hier ein... Was ist das? Das ist... Rifle, okay. Ein simples Rifle, das könnten wir auch nochmal rein investieren. Ich wünschte, man könnte vorspulen. Dass die Option weggenommen ist, ist schade. Gut. Alter Falter. Aber Salary müssen wir noch nicht bezahlen, also alles gut. Wir wissen ja, dass hier oben noch Holz und Eisen sind. Die sollen wir auf jeden Fall auch nochmal plündern. Gut, dann fangen wir mal an, die Squads voll zu machen. Und zurück in die Garnison zu packen. Party. Autogroup ab. Und Autogroup ab und bezahlen. So, Garrison. Jetzt kommt jeder wieder rein. Wunderbar. Eine Schrotflinte. Ich dachte, die wären gefährlicher. Nehmen wir die mal ganz kurz hier raus.
So, Garrison, so du und du. Ein Vierer-Squad bräuchten wir jetzt noch. Das kriegen wir hin. Wir nehmen jetzt einfach von euch den da und packen euch noch mit rein und voila, 60er Verteidigung. Ich muss mir nicht so schnell Sorgen über den über die Stadt machen. Aber wir können hier immer noch keine Truppen besorgen. So. Jetzt könnten wir uns überlegen, tatsächlich uns ready zu machen. Einmal die gesamte Insel abzulaufen für Ausrüstung. Wir haben ja hier noch ein bisschen was zum Verkaufen. Lebensmittel ist natürlich etwas geringer, was wir hier gerade haben. Die Munition werden wir eh nur im Notfall benutzen. Wir gehen also hier nach Beresno. Verkaufen Sachen und dann stimmt, du hast auch ein Level up. Marching Speed und Leadership Skills, weil mein Ziel ist es, dass sie ihre eigene Armee früher oder später führt. Wir müssen deswegen auch mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwo Truppen finden, die wir rekrutieren können. Damit wir hier selber unsere kleine Armee haben können. Gehen wir jetzt mal in die Bar, fragen dich. Was ist deine Geschichte? Wer will, kann sich natürlich durchlesen. What was it like growing up in your hometown? Can you join me? I hate Uman terrorists and this powerful will. Okay, aber can you join me? Was muss ich denn machen? Weil es gibt ja keine U-Mann-Terroristen. Es gibt gar keine U-Mann-Terroristen diese Runde. Also banden wir diese Quest. Da können wir dann nicht sehr viel machen gegen. Was es nicht gibt, können wir nicht machen, ne? So, wir sind... Oh Leute, ich wollte gar nicht createn. So, du kommst weg. Dann gucken wir einfach mal in die nächste Stadt, ob wir da ein paar Begleiter finden. Während hier noch so viel... Oh ja, gut, wir können auch in der nächsten Stadt verkaufen, so ist es nicht. Wir haben gerade ein bisschen Gewinn gemacht, das heißt, wir haben gerade wieder wohl Sachen verkauft an ein paar unserer eigenen Leute, die Lebensmittel, welche wir hier handeln. So, wir nehmen hier noch eine Handvoll Truppen mit. Wir sind voll okay. Autogroup up. So, und jetzt Marketplace. Wir sellen mal unseren Junk. Die Pistole, die Munition, das und das. Und gucken jetzt mal in die Bar. Hier haben wir leider wieder niemanden. Okay, und dann createn wir nochmal eine gute nur für euch. Und damit sind wir voll. Damit sind wir auch 60 Leute. So, okay, wir haben High Happiness Level in unserer Stadt. Possible and Cleaver und Bandits and Brook Peace. Ist ja nicht mit uns. Glaube ich zumindest. Nein, wir sind mit niemandem im Krieg. Wunderbar. Und jetzt klappern wir mal eben die ganzen Sachen ab. Luther Camp könnten wir angreifen. Wir werden in dieser Folge mal keine Kriege führen, keine selbstgemachten. Wir machen jetzt hier nur die Autoschlacht. Ich möchte diese erste Folge mal ein bisschen anders angehen, wie sonst so. 5000 für ein Gift. Hier ist auch 10.000. Euch besuchen wir nur mal. Wie sehen wir eigentlich aus? Wir haben 200 Soldaten. Okay.
around 200. Dorbin ist under attack, aber nicht von uns. 99,8% Siegeschance. Oh, wir haben eine Person verloren. Wow, die lohnt sich so gar nicht anzugreifen. Okay, Friendship bei den meisten increased. Ab für Lumber Mill. Das ist schade, dass sich das jetzt nicht gelohnt hat. Die Gefangenen werden wir wohl verkaufen. Ich bin mir noch nicht sicher, mit wem wir uns anlegen. Ein ewiger Frieden wäre natürlich geil. Aber so wird das wahrscheinlich nicht laufen. So. Wir gehen noch mal ein bisschen in den Rifle rein. Auch wenn ich das Gewehr gar nicht mag, was wir da haben, müssen wir mal gucken. So, wir hätten natürlich hier die Leute verkaufen können. Wollte ich jetzt noch nicht. Wo ist denn jetzt hier nochmal die Eisenmine? Ah, hier drüben sind, glaube ich, welche. Holen wir uns erstmal das Holz, was wir brauchen für den Bau. Oh, verdammt, können wir die Sachen überhaupt tragen? Wir müssen mal ganz schnell unser Inventar loswerden bei den da vorne. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Also es sieht eigentlich gerade gut für uns aus. Ich weiß nur noch nicht ernsthaft, was wir genau machen. Also wenn wir uns mal die Info anschauen. Kostak ist auf jeden Fall noch am stärksten. Hier kommt, nimmt die Gefangenen, kriegen wir wenigstens ein bisschen Kohle für. Ja, den Junk könnt ihr haben, das könnt ihr haben, die Munition könnt ihr haben, die behalten wir mal. Haben wir keine Medkits? Nee, ne? Sind die hier? Ja. Das sind jetzt meine Medkits. So, ich habe noch nicht mal eine kugelsichere Weste. Lohnt sich aber jetzt auch erstmal nicht zu kaufen, während wir hier nur rumwandern mit 60 Truppen. So, hier ist die Eisenmine, an die ich ran will. Ich werde mir überlegen. Wir haben nicht die Möglichkeit, diese Stadt zu erobern. Also dafür sind die viel zu groß. Von der Truppenstärke her. Wir haben dafür keine Möglichkeit. Also sonst würde ich mich mit denen hier anlegen wollen. Ich glaube, die haben sogar schon Städte verloren, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist eine gute Frage. Also unseren Städten geht es gut. Ich würde ja schon gerne mit irgendjemandem wenigstens ein Bündnis eingehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir bei dem Run hier vor Rise of Arthof gemacht haben. Ich glaube tatsächlich, bei Rise of Arthof haben wir uns mit Arthof verbündet. Na, haben wir es gleich? Gut. Dann gehen wir jetzt dahin. Hier ist nochmal Ember, da ist nochmal Ember, die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Lumber 1. Lumber 3, Lumber 2. Das heißt, wir haben tatsächlich die ganzen Lumber-Dinger schon durch. Das ist natürlich so lala. Power-Analyse. Wir sind ganz unten zugange. Ja, unser erster Gegner wird Posner.
Wir haben hier keine Brücke. Wenn hier eine Brücke, würde ich mich hier unten irgendwie an den Städten vergehen wollen. Gut. Erstmal will ich zu der Stadt. Da ist noch eine Eisenmine. Also Ember, Eisen. Ne, Ember, Ember, Eisen. So würde ich das jetzt machen. Oder waren wir bei dieser Ember schon? Bei der Ember waren wir noch nicht. Waren wir schon nicht bei der hier. Soldiers who can be upgraded. Schön für die. Aber solange wir keinen Lohn haben, den wir gerade aushaben müssen, brauchen wir auch noch keine Upgrades. So, Sell Junk. War nicht viel. Hast du jemanden hier? Nein. Warum hat denn keine Sau Leute, die wir rekrutieren können? Ich sollte zuerst Produktionsgebäude in den Städten bauen, sowas wie Holz und Eisen, anstatt dass ich da jetzt erstmal auf Infrastrukturen zu gehe, damit wir jeden Tag pro Stadt vielleicht ein bis zwei Holz oder Eisen produzieren könnten. Das wäre vielleicht sinnvoller, als wenn ich jetzt wirklich hier die Infrastruktur zum Beispiel wie jetzt ausbaue. So, wir haben schon wieder den nächsten Tag, das ist gut. 100, nee, 17.000 können wir noch uns leisten. Jetzt gehen wir erstmal nach da, da verkaufen wir dann alles. Wait, unworthy? Ach, die hauen ab, wir sind zu langsam. Gut. Komm her. Ach, es rennt weg. Dann halt die Banditen. Okay, ihr habt keine Chance gegen unsere Mighty Army. Desert Bandits. Oh. Wir nehmen mal alle mit. Nicht schlecht, also Oman-Terroristen gibt es ja nicht. Keine Ahnung, wie wir dann die rankommen sollen für zum Beispiel solchen NPCs. Hier ist auch niemand. Alter Falter. Cell Junk, wunderbar. Und wir. Kommen wir noch gar nicht, oder? Sind alle zu hoch vom Armor-Wert. Wert. Haben wir hier keine? Das hier ist 30. Warte mal. Ich glaube, das ist jetzt eine schlechte Weste, oder nicht? Die müssen wir doch tragen können. Immer noch nicht, ne? Nee. Gut, das heißt, wir gehen jetzt zu der nächsten Eisenmine. Oder hatten wir die auch schon? Bin ich mir gerade nicht sicher. Sehen wir denn ja gleich. So, das haben wir und das hier. Und wir haben mal wieder ziemlich teure Spesen. Ne, die haben wir noch nicht. Wunderbar. Dann würde ich hier oben auf jeden Fall erstmal ausbauen wollen. Dann bauen wir erstmal diese Stadt aus, bevor wir nach da unten gehen und die ausbauen. Die produziert ja wenigstens mal Essen. Die können ja da sich darum kümmern. So. Gasolin haben wir auch bekommen. Ich glaube, in der nächsten Folge oder so würde ich mich darum kümmern, dass wir mal hier bei uns auf dieser kleinen Area die ganzen Banditencamps loswerden. Die machen mich zu schaffen. Wir werden Männer verlieren, damit kann ich rechnen, aber das ist nicht so tragisch. Oder auch nicht. Schön, nochmal Werkzeuge. Werkzeuge sind immer wichtig. Die brauchen wir hier, um Städte auszubauen. Oh ja, Werkzeuge, Eisen und Holz sind die Sachen, die wir selber produzieren müssten. Wenn es möglich ist. Erstmal Junk weg. Eine Handvoll der Medkits brauchen wir nicht mehr. Die Masken. Der Fisch auch.
So. Storage. Wir haben mehr Eisen als alles andere. Okay, fangen wir an. Building. Und zwar Business. Tools. Gasoline. Agrarkultur. Infrastructure. Infrastructure. Wir bauen uns Tools. Storage. Jetzt haben wir nur noch Eisen. Es mangelt mal wieder am Holz. Gut. Ach ja, und wir wollten mal kurz hier in der Garnison. Akzeptieren wir einfach, dass da eine Division, eine Einheit mehr drin ist. Eine Division. Pff. Eine Division wäre schön. Ach so, wir wollten unsere Leute noch heilen. Können wir hier gar nicht. Aha. Okay, was ist deine Geschichte? Did you want to follow your father's footsteps in miner, as a miner from early age? Can you join me? No longer as I still hope shine and we're still breathing, still changing a lot of bastards. Wir müssten gegen Arthoff uns erheben. Das können wir uns aktuell aber noch nicht erlauben. Weil wir aktuell nicht die nötige Manpower dafür haben. Das wäre ein verlorener Krieg, wenn wir uns jetzt schon gegen Arthoff wenden würden. Was habt ihr da so Schönes? Gangsters. Fisch im Discount, aber ihr seid doch gar nicht mal eine Fischerstadt. Das da oben ist ja so eine Fischerstadt. Gehen wir mal ganz kurz zur Lambamilch. Ich will mal gucken, wie weit die sind mit dem Refill. Achso, wir sind kurz vor dem nächsten Tag. Das heißt, ganz kurz vor, wir könnten neue Friedensverhandlungen machen, Freundschaftsverhandlungen. Okay, wir können hier wieder arbeiten. Wunderbar. Die Folge neigt sich jetzt auch schon dem Ende zu. Die Freeman-Videos werden ja eh nicht so enorm lang. Beziehungsweise die Projekte, weil so zwischen 6 und 10 Folgen würde ich ja immer nur eine dieser Storys haben. Weil es ist immer das gleiche. Wir laufen rum. Vielleicht auch ein bisschen kürzer. Bam, alle geheilt. Wir produzieren mehr Food, als wir wahrscheinlich haben, brauchen. So, ganz kurz gucken. Die Bar, hier ist natürlich niemand. Die verkaufen wir einfach mal, weil es Geld bringt. Production Infos. Okay. Cossacks Rebel Woman Snipers. Die Damen. Oh mein Gott, das wird Verluste geben. Au, au, au. Vielleicht rekrutieren wir die Frauen. So gut wie die schießen konnten. Wir werden euch auch nochmal kurz fertig machen. Nee, da ist etwas, das ich will. Werkzeuge. Und? Welche Muni brauchst du? 9 mm. Ach, 9 mm haben wir gerade nicht, oder? Doch, da. Ein Magazin, 9 mm, okay. Jetzt müssen wir uns nochmal kurz aufrüsten und verkaufen. Ihr lasst auch schön meine LKWs hier in Ruhe, die hier rumfahren. Ihr wollt euch nicht mit mir anlegen, glaubt mir. So, Companion. Ich wollte gerade sagen, wie kann ich dich nochmal aufleveln? Genau, indem wir die Gruppe aufleveln. So. Ich glaube, ich möchte sie wirklich auf Leadership 10 haben.
Das wäre, glaube ich, das Beste für sie. Wir nehmen mit die hier und damit rüsten wir mal ganz schnell unsere Party wieder auf. So. Sell Junk. Das kann weg. Die kann weg. Ich habe, glaube ich, irgendjemanden aus Versehen meine Weste angezogen, die ich für mich wollte. Wir bräuchten jetzt 9mm Munden. Das sind die hier. Dahin. Das andere kann erstmal verkauft werden. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wer hier eine Weste trägt, die er nicht haben sollte. Das ist jetzt einfach meine Weste. Danke, die Dame. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Schutz. So. Jetzt gehen wir hier hin. Genau, wir haben ja noch hier Eisen und so. Buildings. Wir könnten natürlich Spacenuts produzieren lassen. Oder wir gehen mal kurz zur Stadt nach unten, gucken, was die so machen kann. Also Spacenuts sind natürlich auch Truppen, die man gerne mal möchte. Warum kommen die Looter uns so verdammt nah? Die müssten doch wissen, dass wir oder Banditen von mir aus gefährlich sind. Okay, aktuell hält sich das ja alles ganz gut. Ne, die haben hier schon eine Stadt verloren. Ich glaube, diese Stadt da vorne gehörte erst noch den anderen. Ja, nimm das. Akzeptiere ich ja auch noch. Gut. Buildings und Business. Gasoline, Pottery, Asphalt, X1, Tools, Iron. Gut. Holz fehlt. Das heißt, theoretisch sollten wir nochmal einen Run machen und Sachen sammeln, um die Stadt zu verbessern. Ich glaube, das würde ich sogar Offcam machen, dass wir Offcam, also dass ich jetzt Offcam ein paar Mal rumlaufe, ein paar Sachen mache. Und in der nächsten Folge, dann werden zwar mal ein paar mehr Tage vergangen sein, aber dann würde ich theoretisch mich mit euch zusammen um die Camps hier kümmern. Und durch die Camps sollte denn ja auch zum Beispiel unsere geliebte Anna Level Up haben, wodurch sie wahrscheinlich ihre eigene Armee führen kann. Wir werden aber nochmal ganz kurz zu der Lumbermill gehen. Wenn wir diese jetzt hier benutzen können, werden wir nochmal in dieser Folge zusammen was ausbauen. Was willst du? Du kommst uns so nah. Bin am Überlegen, was ist denn Asphalt X1? Also wenn wir in beiden Städten Werkzeuge machen, das wäre am besten. Werkzeuge kriegen wir nur über das Kämpfen. Aber ich denke tatsächlich, dass die Werkzeuge sogar wichtiger sein könnten als Holz und so, dass wir wirklich die Werkzeuge nehmen vor allem anderen. Und down. Da waren jetzt auch Werkzeuge dabei. Nice. Inventar. Kein Platz mehr jetzt. Verdammt. Gut, wir kriegen zwar zwei Werkzeuge, wie man jetzt gerade gesehen hat, hier für so einen Kampf. Aber richtig schön ist es, wenn wir eine Weile rumlaufen, jagen gehen und Co. nach Hause kommen und dann dort Entschuldigung, ist mir mein Smartphone umgekippt, für
Und dass wir dann einfach Werkzeuge haben, so. So viel Money brauchen wir auch nicht. Erstmal. So viel Heilung brauchen wir nicht. Also in Städten oder so können wir das meistens nicht kaufen, Werkzeuge. Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gesehen. So, Lumbermill, bitte sag ja, weil dann will ich in der Stadt auf jeden Fall noch was ausbauen. Wir müssen nur gucken, genau was. Wunderbar. Dann machen wir es noch in dieser Folge und danach beenden wir damit die. Atov will eine Allianz mit uns. Ja, die wollen ihre Truppen wieder, also kriegen sie die für Geld. Perfekt, Holz bekommen. Request Alliance. Oh ja, hier, Handelstreaty will ich. Handelstreaty. Das ist etwas, was ich will. Okay, ihr haut nicht ab, also kämpfen wir. Wir werden zwar Männer verlieren, gerade weil die auch noch angeschlagen sind. Ist aber kein Problem. Wir nehmen eure Werkzeuge, euer Eisen und das war's. Der Rest ist komplett uninteressant und im Prison All. So, fangen wir einfach mal an. Execute, 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 execute. Ich habe vergessen, dass die von oben runter execute, deswegen habe ich die executed, die ich will. Weißt du was, execute. Dann, wenn schon, dann schon. Okay, wir haben ein Handelsabkommen, war das jetzt? Ne, doch nicht. Einfach nur, das habe ich nur Freundschaft verbessert, okay. Wir brauchen 3. 1, 2, 3. Oder auch nicht. Ah, passt so, okay. Ach, die sind nur außer Gefecht, okay. Gut, Posner hat mit uns ein Handelsabkommen und Free Cossacks auch. Braucht jemand, was haben wir hier, Vegetables, glaube ich. Nee. Die haben zwar ein Demand, aber die brauchen das nicht. Haben wir ja irgendwas anderes? Die haben hier ein Discount of Holz, das hätte ich gerne. Und die würden Demand on Holz haben. Nichts, was wir hier überhaupt produzieren. Wir könnten uns ja auch mal überlegen, ob wir vielleicht... Warte, doch. Nee, nur ein Discount. Handel wäre eine gute Quelle für Kohle, dass wir wirklich uns darauf konzentrieren, was die möchten. Und das dann versuchen zu machen. Ich weiß nur noch nicht halt, mit wem ich wirklich ins Bündnis will. Wir können nicht auf ewig so weitermachen. Das kann ich jetzt ja schon sagen. Na gut, wir könnten natürlich die gesamte Insel für uns erobern. Aber ich habe Gefallen an Bündnissen und so gefunden. Ich weiß nicht warum. Das macht mir Spaß. Ein Bündnis zu haben und so. Aber ihr seid noch nicht zu sehr am Kämpfen miteinander. Also ich weiß, wer von euch sicher gewinnen wird. Bis auf, dass die verlieren. Ganz sicher. Genau aus dem Grund will ich mich mit denen auch anlegen. So, ja, der Handel ist halt blöd. Ich bin echt am Überlegen. Wir müssen mal gucken, was wir machen. Wichtig ist erstmal, dass wir mit unserer eigenen Stadt handeln. Wir haben uns jetzt ja die Option offen gehalten, dadurch, dass wir die anderen mit drin haben. Gut, Storage.
Wir nehmen alles mit. Bauen. Business. Ah, dafür bräuchten wir sogar noch mehr. Dann machen wir tatsächlich Werkzeuge. Gasolin. Jetzt bauen wir Werkzeuge und Gasolin. Das Gasolin verkaufen wir, Werkzeuge behalten wir. 2 Tage. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, euer Remske. Haut rein.